Willkommen zurück zu To the Moon. Wir sind in Johnny und Rivers Schlafzimmer und wir müssen jetzt weiterschauen, ob wir Hinweise bekommen. Wir letztens haben rausgefunden, Anya, für die River ihre Gesundheit aufs Spiel setzt, ist der Leuchtturm. Und neue Kartons mit Blankopapier. Oh, ich glaube, ich weiß, wo das hinführt. Und dennoch müssen sie das Haus, wollen sie dennoch renovieren, aber es steht noch. Derzeit noch, steht noch nicht fest, warum sich wie alles entwickelt hat. Ein alter Flügel. Wie zur Hölle haben sie dieses Ding die Treppe raufbekommen? Keine Ahnung, aber ich wette, es wäre ein Klacks für die TARDIS. Nicht wirklich, da wäre es nicht mal durch die Tür gekommen. Stimmt. Damit steht fest, Pianos zu bewegen ist für jeden ein Albtraum. Würde wahrscheinlich eine komplette Episode lang dauern, es dort hineinzubekommen. Die würde ich mir sogar anschauen. Dito, wäre sicher episch. Du bist so früh aus dem Haus gegangen, um zum Friseur zu gehen? Oh, ihre Haare sind nicht mehr ergraut. Was machst du da? Hasen. Hast du den Hasen gesehen, den ich für dich dagelassen habe? Ja. Erzähl mir etwas über ihn. Wie? Schreib ihn. Der ist aber, sich es genau angeguckt hat. Er war gelb. Und weiter? Ein bisschen pummelig. Und? Naja, es ist eben ein Papierhase. Ich wüsste nicht, was ich da sonst noch über ihn sagen soll. Du nimmst dich merkwürdig, River. Ich hatte am Anfang, als die Hasen das erste Mal aufgetaucht sind, so ein bisschen den Verdacht, dass die Hasen für ein altes Kind stehen, das vielleicht ein Kind verloren hat, die River dadurch ein bisschen psychischen Knacks bekommen hat und sich deswegen jetzt die Hasen in Erinnerung baut. Aber das klingt, glaube ich, sehr fern, weil Kinder und Hasen, weiß ich nicht, warum sie dann Hasen basteln sollte, aber wäre zumindest eine Idee. Etwas nicht in Ordnung? River? Weil die haben ja auch anscheinend keine Kinder, wie es aussieht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe gerade eine Art umgekehrtes Déjà-vu. Ich glaube, ich weiß, was mit dir los ist, aber selbst dafür ist das ziemlich ungewöhnlich. Glaubst du, sie ist? Glaubst du das? Vielleicht, wer weiß. Aber wie du schon sagst, sie ist nicht unsere Patientin. Lass uns die Dinge zu Ende bringen, für die wir auch bezahlt werden. Viele lange, orangefarbene Haarsträhnen. Das ist jetzt der Tag, an dem sie damit anfing, oder? Alles drei, na dann gucken wir mal. Denke mal, das bietet sich ja an. Und perfekt, ja. Einfach. Hier hätten jetzt natürlich noch weitere Geschichten zeigen können, was noch so passiert ist, aber weil wir weg sind, aber das wäre ja Blödsinn, weil das sehen wir ja nicht mehr, wir sind ja nicht mehr da. Hier. Den können wir nicht ansprechen.
Irgendwas? Ich meine, jetzt wüsste ich natürlich nicht, warum jetzt hier irgendwas davon von Johnny für Johnny von Bedeutung sein sollte. Irgendwelche Blumen auf dem Weg zu seinem Haus, aber ich weiß es ja selber noch nicht. Vielleicht ist da irgendwas bedeutsam. Das ist die Stelle, an der früher das Haus stand, oder? Das Haus, das niemals hätte sein dürfen. Mal ehrlich, was finden die Leute an ungewöhnlich hohen und gefährlichen Plätzen so faszinierend? Notiz Höhenangst erhalten. Falscher Knopf. Etwas, das Johnny und River offensichtlich nicht haben. Höhenangst, na gut. Das ganze Haus steht gar nicht. Wie schnell haben die das denn gebaut, wenn wir nur ein paar Jahre zurück sind? Oder das Haus. Nee, es kommt nur der Leuchtturm. Der ist noch aktiv, oh. Deswegen hast du mich damals angesprochen? Ja. Wie sieht es jetzt aus? Schätze, es gehört dazu. Hör mal, das ist lange her. Es spielt eigentlich keine Rolle mehr, aber Izzy meint, ich sollte dir besser die Wahrheit sagen. Oh, jetzt kommt das Wichtige, was beim letzten Mal interessant war. Ich hätte unser erstes Treffen nicht so vermasseln sollen. Was ist das? Ein Hackisack? Hackisack? Kannst du ihn bis zu Anja werfen? Keine Ahnung, soll ich es probieren? Würdest du? River, bist du verrückt? Geh da weg! Ich glaube, diese Erinnerung ist nicht so weit von der letzten entfernt. Glaubst du, da besteht ein Zusammenhang? Wahrscheinlich. Wieso hat sie sich die Haare abgeschnitten? Ich mag lange Haare. Dann müssen wir wieder zurück. Wir jetzt suchen. Vielleicht im Auto, dieses eine schwarze Ding, aber das ist eigentlich nur das, mit dem wir hergekommen sind. Wir richtig sind. Das ist eigentlich auch kein Grund, warum wir zum Auto zurücklaufen sollten, aber machen wir es mal. Also ich denke mal nicht, dass Johnny das, was er gesagt hat, dass das erste Date nicht hätte vermasseln sollen. Ich denke mal, das war nicht das, was River so verrückt gemacht hat. Ich weiß nicht, was es genau ist. Ist mir noch nicht klar. Entweder sehe ich den Wink mit dem Zaunfall nicht, oder es ist halt wirklich nicht so klar.
hier gar nicht langlaufen. Okay. Gott, wir sind in der Wirklichkeitssimulation. Der Mond ist es zu Ende, aber ich weiß nicht genau. Wo wir jetzt hin sollen? Ist mir gerade nicht klar. Ich hoffe mal, ich habe keinen Bug oder so initiiert. Okay. Kam das Ding denn jetzt her? Und wieso komme ich jetzt nicht mehr nach unten? Habe ich das Memento gefunden? Aber komme nicht mehr nach unten. Jetzt hier weiter. Okay, gerade eben bin ich zur falschen Seite weggeschmissen worden. Jetzt geht's anscheinend. Und dann mal speichern. Okay, dann war es anscheinend gerade ein Bug, weil wenn ich jetzt zurückgeworfen wäre, nie gespeichert hätte, wäre wahrscheinlich Ende gewesen. Memento jetzt aktivieren. Also warum ich da gerade aktiviert habe. Na, das müsste ja. Ja, das ist einfach hier. Dann in der dritten Zeile, in der fünften Zeile und dann drücke ich von einmal von unten. Genau, das ist einfach. Ach, ein Rucksack war das. Weg von hier. Ach, Steuerung ist mäßig ein bisschen doof, aber an sich egal. Die Störung wirkt sich bei jedem anders aus, John. Nur weil wir beide daran leiden, sind wir nicht dieselbe Person. Aber du musst uns auch irgendwie helfen können. Anfangs war alles noch ganz in Ordnung, aber jetzt ist sie noch distanzierter als vorher. Selbst wenn wir im selben Zimmer sind, sie ist nicht wirklich da. Das geht mir langsam an die Substanz. Ich weiß nicht mehr, wie ich das aushalten soll. Nun ja, ich kann nicht für sie sprechen, aber viele von uns wollen nicht allein sein. Eine ganz andere Frage ist aber, ob man das auch zeigen kann.
Dass sie sich damit schwer tut, heißt noch nicht, dass sie keine Gefühle hat. Sie ist schließlich immer noch da, oder? Manchmal musst du dir einfach den Glauben bewahren, dass du ihr wichtig bist. Es ist nicht leicht, sich das zu sagen, jeden Tag aufs Neue. Ich weiß. Die Musik trifft auch genau die Stimmungslage, ist unglaublich. Sag mal, warum wirkst du eigentlich so normal, Izzy? Ich meine, habt ihr nicht die gleiche Sache? Nun ja, bei mir wurde es festgestellt, als ich noch sehr jung war. Es ist mühsam, aber nicht unmöglich, sich dann eine Maske sozialer Normen systematisch anzueignen. Okay, anscheinend doch eine psychische Störung. Vielleicht Autismus oder so? Weißt du, ich beneide River ebenso, wie ich sie bemitleide. Ich bin Schauspielerin geworden, weil ich mein Leben lang eine sein musste. Nicht nur auf der Bühne, sondern auch sonst. Immer. Ich bin so gut darin geworden, weil ich keine andere Wahl hatte. Nur so kann ich normal sein. Aber River hat das nie versucht. Sie blieb eine Außenseiterin und sie hat nie etwas dagegen getan. Ich weiß nicht, ob sie es nicht konnte oder nicht wollte, ob sie tapfer war oder feige. Es gibt Tage, an denen ich die ganze Verstellerei einfach nicht mehr aushalten kann. Und dann merke ich, es ist zu spät. Die Isabelle, die die Leute kennen, ist nur eine Show und mein wahres Ich ist zu einer Fremden geworden. Ich glaube, letztlich beneide ich sie. Ich habe noch nie eine Frau mit solchen Problemen getroffen. Dann hast du wohl bisher noch keine einzige Frau getroffen. Das hier geht uns nichts an, komm. Okay. Was auch immer hier los ist. Ich denke mal. Die Welt wäre so ein schöner Ort, wenn sich die Leute Gesichter besser merken würden. Irgendwas Neues heute? Nein. Was liest du da? Des Kaisers neue Kleider. Ich habe es geliebt, als ich klein war. Und tust du es noch, hm? Natürlich. Nur aus anderen Gründen. Als ich ein Kind war, stand ich total auf die Animorphs-Serie. Weiß ich. Deine Mutter hat dir ein Animorphs-Buch zu unserer Hochzeit geschenkt. Hehe, ja, das war ein ganz schön merkwürdiges Geschenk. Ich war als Kind wohl ziemlich besessen von dieser Serie. Warum hast du sie seitdem nicht wieder gelesen? Hm? Ich habe die Bücher gesehen, sie verstauben in der Garage. Naja, ich bin herausgewachsen, schätze ich. Es sind eben Kinderbücher. Was ist falsch daran, Kinderbücher zu lesen? Sie spenden Trost. Schon möglich. Ich werde mir wohl dieses hier kaufen. Glaube ich, bedrückend, dieses Spiel. Ich lieb mich und du liebst dich. Wir lieben uns ganz fürchterlich. Hey, River, das hier ist gar nicht mal so schmalzig. River? Und was mit Davids? Das ist mein Lieblings, der ist mein Lieblingscharakter. Keine Ahnung. Worüber redet ihr? Animorphs, kennen Sie das? Nein. Ja. Wirklich? Mehr oder weniger. Oh, wissen Sie, in welches Tier sich David verwandelt? Vielleicht in einen Hasen, weil wir Papierhasen gefaltet haben? Keine Ahnung. Falls Animorphs wirklich eine Realität gibt, kenne ich das nicht. Das klingt nicht richtig. Keine Sorge, ich finde es schon nachher raus.
Ich weiß es nicht. Lesen wir die Bücher, dann finden wir es heraus. Da bestimmt hier irgendwo ein Hinweis dazu stehen. Tobias, Falke, Rachel, Grizzly, Jake, Tiger, Marco, Gorilla, David, Cobra, Cassie, Wolf, warum? Ach, nur so. Du hättest auch einfach googeln können. Also war es eine Cobra gewesen. Ah, richtig, in eine Cobra. Ich wünsche wirklich, sie hätten noch die alten Cover statt dieser ölen Umschläge. Die waren cool. Fehlt noch das Memento. Fünf sind gewollt. Hier auf jeden Fall. Hier würde ich sagen. So. Ein mehr gebraucht als das Beste, aber immerhin. Haben wir es geknackt. Animorph. Johnnys Lieblingsserie als Kind. Oh, wir sind weiter zurückgekommen. Och, es gehen schon alle. Ich bin doch gerade erst da. Scheint dir bei Partys häufiger zu passieren. Ach komm, heb dir deine kindischen Scherze für Leute ohne Selbstbewusstsein auf. So. Beim nächsten Mal schauen wir, was uns in dieser Zeitepoche erwartet und wie es weitergeht. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.